Herzlich willkommen bei Feuerwehr Willi. Das bin ich. Wir haben eben schon angefangen, hier ein bisschen TH-Vorbereitung zu treffen. Wir werden jetzt mal kurz was vergleichen. Und zwar hole ich jetzt mal zwei Kameraden zu mir, die mich jetzt gleich unterstützen. Wir machen mal einen kurzen, es ist kein richtiger Vergleich, aber es ist einfach mal so ein Abgleich diesmal, was das eine Tool kann und das andere. Okay, wir fangen mal kurz links bei mir an. Auf der linken Seite hole ich jetzt mal Henning dazu. Henning. Das bin ich. Du willst heute was für uns zeigen? Das ist das Force Rescue Unit von der Firma Ferno. Okay. Das, was du zur Verfügung hast. Genau, das habe ich jetzt mal mitbekommen von der Firma Ferno. An der Stelle schönen Dank für die Bereitstellung. Das wollen wir mal gucken, was das kann. Sieht jetzt erstmal, na, man sieht schon so ein bisschen kleines Schweizer Taschenmesser mäßig. Gucken wir gleich mal. Das machen wir natürlich jetzt, brauchen wir nochmal einen Abgleich und zwar zum Klassiker, zum Halligan Tool. Und das bringt uns heute der Lukas mit. Den holen wir hier hin. Lukas. Das will ich. So, du hast das schöne Halligan-Tool dabei, der Klassiker. Ja, ihr kennt den Klassiker, das Halligan-Tool, dies neue von Ferno, das werden wir uns gleich mal anschauen. Und zwar diesmal bei einem PKW, bei TH, beim PKW. Wenn ihr nicht, wie die verwöhnten Werster, ein HLF habt und eine Säbelsäge oder Schere, Spreizer, sowas, wie man sich als normale Feuerwehr behelfen kann. Wenn man sowas, haben ja die meisten mittlerweile schon dabei, sowas auch einige. Und wir wollen einfach mal vergleichen, was man mit einem machen kann, was nicht. Vielleicht können wir beide das Gleiche, weiß ich selber nicht. Wirklich einfach jetzt mal testen mit euch gemeinsam. Das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Los geht's. Robin von aus unserer Crew unterstützt jetzt auch mal so ein bisschen. Wir wollen jetzt mal gucken, was haben die beiden denn gleich? Ich gucke jetzt mal, bei dem Halligan Tool haben wir hier so ein langes zum Unterheben, so ein langes Teil. Hat das auch? Das hat nur eher so ein eine schmale Klaue. Okay. Nicht so lang wie okay, schmale Klaue, aber heißt ja, wenn ihr Hebelgesetz kennt, hat man mit dem wahrscheinlich mehr Gewalt als mit so einem langen, ne? Hebelpunkt. Also, nur wegen deinem Nur. Okay, diese Spitze, haben wir so einen Dorn hier irgendwo? Ja, haben wir auch hier. Okay. Und auf der anderen Seite so ein Kuhfuß. Achso, da kann man das als, das kann man ja auch als Kuhfuß nehmen. Wir machen jetzt hier ein bisschen Jugendforscht. Okay. Was ich sehe, was das nicht hat, was der aber schon hat, ist dieser Blechaufreißer. Das können wir jetzt mal, wollen wir mal ins Dach mal reinsehen und mal gucken, was so ein Blechaufreißer macht. Ja. Das will ich mal kurz mal zeigen. Man hat hier so eine Verriegelung. Ist fest, wenn man hier diese Verriegelung aufmacht. Okay. Kann man das hier so ein bisschen auseinanderziehen. Ne? Und hat auch die Länge, denke ich mal, wie das Halligan-Tool. Ne? Ja, kommt hin. Ne? Okay. Diese Arretierung springt doch nicht in jeder Position ein. Das muss also ganz drin sein, dann springt er um. Ja, das reicht schon. Ah, okay, warte mal ganz kurz. Das ist ja auch interessant. Du kannst mit diesen, das sind ja eigentlich geführte Hammerschläge, ne? Kannst du das hier richtig reintreiben ins Dach? Ne? Wichtig ist, es muss nur die Schneiderei, nicht das Oberteil, weil das muss ja drauf halten, das darfst du nicht durchstecken. Ne? Okay. Ja, also maximal so, fast ja, schon. Ne? Okay, und jetzt? Jetzt wäre es dann ja eigentlich nur... Nee, andersrum. Nach oben. Da war die Arretierung. Arretierung. Darf ich mal erst was probieren? Ist mal los? Ja. Und der geht auch leicht. Ich muss in die Richtung mal gehen. Das kann man auch hier auf. Finde ich nicht schlecht. Mit der Arretierung, das muss so ein bisschen. Das wirkt auf dem ersten Blick so ein bisschen, obwohl geht doch dann ganz leicht. Man denkt immer, das ist ein bisschen fummelig. Was das hier alles ist, das sehen wir uns gleich mal an. Ich würde mal sagen, jetzt versuchen wir einfach mal eine Tür aufzumachen. Wollen wir mal mit dem Halligan-Tool einfach mal hier reindrehen und versuchen, ob wir die aufkriegen? Das reicht eigentlich fast so schon.
diese Tür nochmal. Also ganz kurz, das Wichtige ist natürlich, dass man, wenn man irgendwo was reinhebelt, muss man immer sehen, dass man einen relativ festen Hintergrund hat. Entweder wirst du das jetzt hinterfüttern, dieses Wegfedern ist halt schlecht, ne? Du wirst immer das Blech wegdrücken. Ich würde immer versuchen, schick mal hier oben rein, dass du an einer C-Säule bist. Und hinten anfassen, ne? Man muss auch den Hebel immer nutzen, man muss möglichst weit hinten anfassen. Du zerlegst ja die Tür, du machst gerade die Tür auseinander. Das sind zwei, die Tür besteht aus zwei Blechen. Ja. Du musst hinter das erste Blech. So, dahinter. Und dann drücken. Boah, das wird aber warm. Kommt denn da was? Ja. Alter Schwede. Kommen Sie nicht zwischen. Ja, das Problem ist, man kommt hier irgendwie nicht hinter, ne? Sonst können wir auch mal so schlagen, ne? Ja, aber na egal, wir wollen ja vergleichen. Wir gucken es mal. Ich lasse das jetzt mal liegen. Keine Chance. Wir gehen mal auf die andere Seite. Jetzt versuchen wir es mal mit dem. Jetzt versuchen wir es mal mit dem. Beim Hebelgesetz geht es ja darum, dass man den Hebelpunkt, hier die Strecke und die Strecke von hier bis da, hat man eine üble Kraftverstärkung. Das heißt, ich würde eigentlich versuchen, mit dem hier reinzugehen. Wenn sich das hält. Geht aber nicht. Nur wieder beide Bleche auf. Soll ich mal kurz sehen, was wir vielleicht noch nehmen können? Was haben wir denn hier noch? Kann man das auch ziehen? Also von der Nutzbarkeit jetzt so ist das ein bisschen, obwohl. Dann haben wir wieder das gleiche Problem wie da drüben. Wir können es mal hier versuchen, wenn wir hier zwischen gehen. Also das mit diesen geführten Hämmern, das finde ich super. Das wirkt alles ein bisschen sicherer dann. Ich glaube, hiermit kriegen wir das auch.
Also es wirkt komplett unterschiedlich wie das Heiligentool, aber ich finde, das hier kommt man auch ziemlich weit, ne? Wundert man sich, oder? Weil mit diesen geführten Hämmern, das finde ich halt vorteilhaft. Als erste Zugangsöffnung für einen Schweizer finde ich es gut, ja. Kann man es nutzen. Gerade mit einer Person. Aber die kommt gleich die Tür. Also drüben auf sich. Das hält die Bombe, ne? Das sieht ja gut aus schon. Ja, vorhin hier oben hast du schon. Wenn man hier mal reinguckt. Du musst nur ein Stück mal da rein. Ich würde ja mal die Außentür runternehmen. Okay, das ist eine Variante. Ich versuche jetzt mal die Außentür auseinanderzunehmen. Pass auf. Komm mal kurz her. Achtung, geht! Also, auf alle Fälle ist eine Tür aufzumachen ohne Spreizer eine Herausforderung, haben wir festgestellt. Aber wir sind alle gut auf Temperatur gekommen. Wir haben es jetzt damit nicht aufgekriegt. Es kann manchmal auch ein bisschen Glück und Pech dabei sein. Also sie nehmen sich nicht viel, aber man sieht, die wirken unterschiedlich. Ne? Also man hat mit diesen geführten, wo ist er jetzt, der andere? Ich finde das mit diesen geführten Hämmern, zeig mal nochmal vor bitte. Dieses, ne? Also so rum irgendwo reinhämmern. Man kann nicht vorbeihauen, man trifft gezielt. Man arbeitet ganz viel mit dieser Schneide. Finde ich gut. Also das hat seine Daseinsberechtigung, es hat noch andere Funktionen. Wir werden nochmal ein Video machen, wie man damit auch Haustüren aufmachen kann und sowas. Das war nochmal separat, aber erstmal für einen PKW. Wenn man nichts anderes zur Verfügung hat, kriegt man die Tür auf. Also wir haben festgestellt, die einzige Chance ist, die Stabilität der Tür so ein bisschen zu zerstören. Das heißt, man nimmt das Außenblech auseinander, das geht relativ leicht. Das kann fast mit der Hand auseinanderziehen und dann kann man versuchen, das Schloss zu befreien. Es ist aber nicht leicht. Ne? Das heißt, aber bevor man gar nichts machen kann und man muss daran, ist besser als nichts. Ne? Seid kreativ. Aber es ist natürlich diese ganzen A, B, C Säulen, D Säulen sind natürlich für die Steifigkeit des Fahrzeugs mit gebaut und die halten dementsprechend auch ein bisschen was aus. Ne? Das heißt, ja. Und das geht auch nicht mehr. Aber wie gesagt, Jungs, vielen Dank. Ihr habt ja alle fleißig mitgehämmert. Fitnessprogramm für heute erledigt. Wenn ihr Fragen habt zu den Tools, dann hatte ich ein Tool kennen, manche, dieses andere Tool. Und das Firma Ferno. Ja, Force Rescue Unit. Sieht jetzt ein bisschen gebraucht aus, aber so soll es ja auch sein in der Feuerwehr. Ne? Also wir testen noch mal ein bisschen weiter, wir spielen noch ein bisschen. Ihr könnt jetzt noch mal ein anderes Video von mir angucken. Bis dahin. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Lasst mal ein Gefällt mir für die Feuerwehr da. Schreibt mal nette Kommentare. Bis denn. Euer Feuerwilli. Macht's gut. Tschüss. Ja, Trinkpause. So, Feierabend. Hendrik, erstmal nochmal schönen Dank für die Fahrzeugvorstellung. Ne? Ich will euch nochmal hier so ein Brandzeichen verpassen. Ja. Wo ist sie beim anderen hier? Ne? Genau. Hier so drunter? Sondern schön sauber. Okay, dann werde ich euch jetzt mal. Ihr seid jetzt offiziell gewilligt. Super. Tolle Feuerwehr. So, damit du nicht immer nur bringst. Geben wir jetzt auch mal. Oh, was ist denn hier los? Wir haben uns eine Kleinigkeit vorbereitet. Du Scheiße! Ey, das ist ja wohl geil.
für dein Willi-Schlafzimmer. Ey, was sind das? Also, wie war ich gerührt? Genau. Geil. So, auch Willi ist mal sprachlos. Da muss ich aber ein bisschen schlafen. Riechensaut, ey, das ist ja toll. Wie gesagt, nochmal danke für deinen Besuch hier, ne? Gerne, Mensch. Ja, ja, toll, danke, ich bin echt sprachlos. Also, das kriegt einen Ehrenplatz. Wahnsinn, ganz toll, danke schön. Aber echt sprachlos. Danke, ich will doch noch einen Aufkleber noch vor dir aufmachen. Mach das gleich nochmal. Dankeschön. Nein. Bisher. Nein, danke schön. Oder will gerne mal ein Gruppenbild mit euch gleich nochmal. Ja, komm, gerne noch. Mach mal, oh, cool. Danke, danke, danke an die Kameraden, aus Werste. Mega geil. Mega geil. Echt. Wahnsinnig toll. Kameradschaft, super. Dankeschön. Robin, willst du auch mal? Nur, wenn ich so reinkomme. Warte. Oh, nee. Nee, sorry, ich krieg's echt nicht an. Ich bin so gut.